Was geht ab, Freunde des Paranormalen, und willkommen oder willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin Abby, das ist mein Kanal. Wir reden über Spooky Shit und machen Spooky Shit. Welcome to Winter Wonderland. Okay, das war cringe. Es ist fast Weihnachten und deswegen steht natürlich mein Weihnachts-Setup. Ich habe kleine Schneeflocken als Lichterkette. Ich glaube, ich bin immer die Einzige, die sich darüber freut, aber ich möchte es euch trotzdem immer mitteilen, für den Fall, dass ihr das nicht gesehen habt. Für den heutigen ersten Advent habe ich mir gedacht, wir starten diese Advent-Reihe, die ich machen möchte, mit was bisschen harmloserem. Und da diese Geschichte schon unglaublich oft erfragt wurde und ich jedes Mal gesagt habe, es kommt ein Video dazu, und das ungefähr seit einem Dreivierteljahr vor mir herschiebe, weil es einfach so viel zu erzählen ist, dachte ich mir, das ist perfekt für erste Adventsgeschichtsstunde mit Abby. Deswegen habe ich hier meinen Kaffee und wir machen uns jetzt cozy und ich erzähle euch heute, warum ich an Geister glaube. Da sind wir. So weit sind wir jetzt schon. Und da würde ich sagen, labern wir nicht weiter drum rum. Macht euch einen Tee, kuschelt euch in der Decke ein. Jetzt wird's spooky. Also die Geschichte ist so lang, dass ich wahrscheinlich selber voll viel davon vergessen werde, aber ich werde mich bemühen, alles so akkurat und detailgetreu wiederzugeben, wie ich mich erinnere. Was schwierig ist, weil mein Gedächtnis trash ist. Aber ich versuch's. Ich habe mir auch aufgeschrieben so ein bisschen was. Ich kann nicht versprechen, dass es chronologisch richtig ist, aber wir starten jetzt einfach mal. Und falls ich noch was vergessen haben sollte, werde ich natürlich ein Update-Video dazu machen. Also keine Sorge, wir tauchen heute tief. Also ich bin aufgewachsen in einem eher gläubigeren Haus, würde ich mal sagen. Also meine Mama war früher ziemlich gläubig, ist sie inzwischen aber auch nicht mehr. Also mit der Zeit sind alle mehr so vom Glauben abgekommen. Ich als Kind war, ich würde nicht sagen, ich war richtig hardcore irgendwie gläubig. Ich habe das mit Gott schon immer so ein bisschen hinterfragt und irgendwie fand ich das auch gruselig, dass da einfach ein Jesus an einem Kreuz hängt. Weiß nicht, war ich die Einzige als Kind, die das gruselig fand? Anyway, ich bin aufgewachsen, ich habe die Sachen halt gemacht, die man so machen musste. Ich wurde getauft, ich bin zur Kommunion gegangen. Offensichtlich nur wegen den Geschenken, aber ich bin hingegangen und ich wurde kommuniert. Weiß nicht, ich war da halt. Und das war furchtbar. Die Vorbereitungen waren, hab's gehasst. Dann musste man beichten. Mit 10 Jahren, was willst du da beichten? Das war echt ein tolles Erlebnis für mich als 10-jähriges kleines Kind. Ich hatte auch unglaublich Angst vor dem Pfarrer. Das war mein Religionslehrer und ich hatte unglaublich Angst vor dem, weil der immer so unfreundlich war. Ich glaube, der hat Kinder nicht so gemacht. Ja, auf jeden Fall war ich nicht so ganz gläubig, war auch nicht so ganz nicht gläubig. Meine Eltern haben sich getrennt, ich habe dann bei meiner Mutter gelebt. Als Kind hat man so die ein oder andere Erfahrungen. Das eine hatte aber eher zum Beispiel mit Schlafparalyse zusammen. Da komme ich gleich drauf. So in der Wohnung war jetzt eigentlich nichts Schlimmes. Also ich hatte diese eine absurde Angst vor meinem Schrank. Aber auch nur wirklich vor diesem Schrank, vor sonst, ich hatte nie wieder Probleme mit Schränken. Also klar, ich mache nachts meine Schranktüre zu, weil irgendwie trotzdem creepy. Aber ja, ich hatte sonst nie wieder Probleme mit irgendeinem Schrank. Das war wirklich nur dieser eine spezielle Schrank in meinem damaligen Kinderzimmer. Und ich glaube bis heute, dass da irgendwas drin gewohnt hat. Ich konnte nicht im Dunkeln pennen. Die Zimmertüre musste immer so ein Spalt offen sein und das Flurlicht musste immer an sein, weil ich so Angst vor diesem Schrank hatte und ich wusste nicht warum. Ich war auf jeden Fall todes davon überzeugt, dass da irgendwas drin ist. Und das glaube ich bis heute. Also ich glaube meine Mini-Me. Dann kam meine Mutter mit meinem jetzigen Stiefvater zusammen. Und wir sind zu ihm gezogen. In ein anderes Dorf. Da waren wir anfangs nur so am Wochenende. Und da hatte ich dann so eine Art Schlafparalyse. Ich glaube, ich habe es schon mal erzählt. Das ist eigentlich voll harmlos im Vergleich, was andere so davon erzählen. Ich lag auf so einer Aufklapp-Couch und gegenüber stand mein Schreibtisch. Und da war so ein von diesen Leuchtsternen dran, wenn ihr die noch kennt. Und ich lag da und ich konnte mich nicht bewegen, also wirklich wie in einer Schlafparalyse. Ich konnte nicht reden, ich konnte nicht um Hilfe rufen, als wäre ich so irgendwie attackiert worden. Auf jeden Fall, dieser Stern hat sich bewegt und ist größer geworden und kam auf mich zu. Und ich hatte als Kind so Panik. Ja, und irgendwann war das vorbei und dann bin ich zu meiner Mom gerannt. Das war meine,
meine Schlafparalyse-Erfahrung. Hat mir gereicht, muss ich ehrlich sagen. Ich will sowas nie wieder erleben müssen. Deswegen fühle ich auch mal sehr mit den Menschen, die sowas wirklich oft haben. Also grausig. Auf diese Wohnung gehe ich später noch genauer ein. Aber ich versuche ja alles so chronologisch wie möglich zu halten. Gegenüber von dieser Wohnung stand ein Lost Place. Der ist inzwischen abgerissen worden. Es war mal ein Kindergarten. Es war so in meiner Zeit, da war ich 16 ungefähr. 15, 16 so. Und wir haben dieses Haus immer so gruselig gefunden. Wir haben uns da immer Storys erzählt, dass ein Mädchen gestorben ist, dass alles abgebrannt ist, dass der Geist da noch drin ist, bla bla bla. Dieses Haus war super einsturzgefährdet. Eigentlich hätten wir da wirklich nichts drin verloren gehabt, aber wie Jugendliche halt so sind und ich meine kleinen Geschwister noch dazu angestachelt, schön so, komm, wir gehen rein, sind da immer reingegangen und keine Ahnung, es war super gruselig. Die Atmosphäre war auch ganz strange. Also ich bin ziemlich froh, dass das jetzt weg ist. Ja, und irgendwann war es super komisch. Wir waren vor diesem Haus, meine kleine Schwester stand davor und da war so die Haustür und da war so ein kleiner Durchgang, also wo man sich halt so durchquetschen konnte in das Haus rein. Und ich habe sie so gefilmt, damals mit einem Sony Ericsson 3-Pixel-Kamera. Also sie stand vor dieser Türe und in diesem Ding hinter ihr sah es aus auf dem Video, als würde da ein Mädchen stehen. Ich habe reingeguckt in dieses Haus, da war nichts. Nichts. Und seitdem hatte ich panische Angst vor diesem Haus. Seitdem bin ich da nachts vorbeigerannt. Weil ich das wirklich, ich fand das so creepy. Ich habe das Haus so gehasst. Ja, dann hatte ich als Teenager auch so spaßige Geschichten, dass Lichter immer ausgegangen sind, sobald ich einen Raum betreten habe. Das war auch ein bisschen strange, aber es war auch witzig. Das hat angefangen, dass ich mal unter so einer Laterne lang gelaufen bin, die dann plötzlich ausgegangen ist. Dann dachte ich noch so, ja, das liegt bestimmt an der Laterne. Vielleicht bin ich irgendwie zu, vielleicht habe ich zu sehr getrampelt oder keine Ahnung, durch die Vibrierung ist das ausgegangen, I don't know. Hat sich dann gesteigert, dass irgendein Schaufensterlicht mal ausgegangen ist, als ich vorbeigelaufen bin. Ich kam in die Schule, ich war zu spät, mal wieder. Mach die Tür auf, setz einen Fuß rein. Licht geht aus in der ganzen Schule. Ich war so, was ist hier los gerade? Was passiert hier gerade? Und dann zu der Zeit habe ich beim H&M gearbeitet. In der Zeit, wo ich da gearbeitet habe, gab es 2 Stromausfälle in der ganzen Filiale. Das gab es weder davor, noch gab es danach. Also, das war seltsam. Und dann hatte ich zum Beispiel noch, ich habe neben einem Friedhof gewohnt, also ich wohne immer noch neben einem Friedhof. Meine Cousine ist gestorben, als ich 13, 14 war, glaube ich. Ich hatte mit der nie wirklich viel zu tun, aber es hat mich natürlich trotzdem getroffen. Ich meine, es ist Familie. Ich weiß nicht mehr viel von der Beerdigung. Ich weiß auch nicht mehr genau, wo das Grab war. Ich wusste nur irgendwo an der Mauer. Aber der Friedhof hier, der Hauptfriedhof, der ist riesig. Also wirklich riesig. Ich habe es mir dann zur Aufgabe gemacht, weil ich ja daneben gewohnt habe, habe ich gedacht, komm, mal schauen, ob ich das Grab finde. Ich bin wirklich tagtäglich da hingegangen und habe nach diesem Grab gesucht. Ich wusste ja, irgendwo an der Mauer. Ich habe es nicht gefunden. Eines Tages habe ich gesagt, so, und wenn ich es jetzt nicht finde, in den nächsten 2 Minuten, gebe ich auf und ich gehe nicht mehr hin. Und ich drehe mich um und ich stehe einfach direkt vor ihrem Grab. Das war seltsam. Aber es war auch cool. Und ab da wusste ich dann und dann habe ich da auch ab und zu was hingestellt und so. Das war eine schöne Erfahrung. Ja, dann sind die Jahre so vergangen. Ich bin ausgezogen mit 18. Seitdem war nichts mehr. Ich habe auch wirklich in der Zeit an gar nichts geglaubt. Ich war kompletter Atheist. Ich habe nicht an Gott geglaubt. Ich habe nicht an Karma geglaubt. Ich habe nicht ans Universum geglaubt. An Geister, Dämonen. Nada, ich habe wirklich an gar nichts geglaubt. Ich war so ein kompletter Atheist. Ich war immer offen für sowas, mich hat das immer interessiert. Ich habe halt nicht dran geglaubt, so wirklich. Ein Teil von mir wollte immer so wissen, ob da doch was dran ist. Dementsprechend, ich war sehr, sehr interessiert daran. Und dann bin ich nach Heilbronn gezogen und habe meine Ausbildung gemacht. Und eines Tages habe ich mit meinem Mitbewohner Ouija gespielt. Das klingt sowieso eine Klischeegeschichte. It all started with a Ouija-Brett. Ja, deswegen sage ich euch immer, ey, macht das nicht. Auf jeden Fall, mein Mitbewohner hat da super dran geglaubt und der wollte das zuerst auch nicht mit mir machen, bis ich ihn dann so ein bisschen überredet habe und wir das halt dann doch gemacht haben. Ich wünschte, er wäre bei seiner Meinung geblieben, dann hätten wir das einfach nicht gemacht an dem Abend. Wobei, da wäre ich heute nicht hier. Also alles gut. Ich hatte mir zu der Zeit auch ein Ouija-Brett selber gemacht. Ich weiß auch wirklich nicht warum. Ich glaube, ich fand es einfach cool, das zu haben. Ich habe das selber gemacht. Ich habe mir eine Anleitung gekauft. Ich habe mir eine Anleitung gekauft, wie man ein Ouija-Brett baut, weil das halt in dem Buch stand, das muss genau diese Maße haben und dies und das Holz. Und dann bin ich zum Baumarkt gefahren, habe mir genau das Holz geholt, habe mir das auf den Millimeter zuschneiden lassen. Müssen alle denken, ich bin verrückt gewesen.
und habe das dann halt bemalt. Das haben wir dann benutzt, wie das halt so ist. Jeder legt seinen Finger drauf, wir stellen Fragen und es hat angefangen, sich zu bewegen. Ich als Atheist natürlich, oder sagen wir jetzt, ich war Agnostiker. Ich war dafür offen und irgendein Teil von mir hat schon so ein bisschen angefangen, daran zu glauben. Aber der Skeptiker in mir ist ja wahnsinnig groß, sage ich euch ja auch jedes Mal wieder. Und sowas halt auch da, weil ich mich natürlich auch viel mit dem Ouija-Brett beschäftigt habe und auch diese ganzen Theorien kenne, von wegen Carpenter-Effekt, bla bla, unterbewusste Bewegungen, unterbewusste Zucken, na na na. Und haben mir das halt alles noch so erklärt, ne? Also ich fand's cool, aber so richtig dran geglaubt habe ich nicht. Er glaubt mir bis heute nicht, dass ich nicht geschoben habe. Ich glaube ihm, dass er nicht geschoben hat inzwischen. Also ich weiß, dass er das nicht geschoben hat. Es kam dann raus, eben, dass der Geist Moritz heißt, so. Moritz aber mit Y, so. Und ich war so, keiner von uns wäre dumm, den Namen Moritz falsch zu schreiben, also. Das ist bestimmt so eine uralte Schreibweise, also ja, auf jeden Fall war Moritz nicht so besonders nett. Denn danach fing es an, wirklich sehr, sehr seltsam zu werden. Und zwar überall, wo ich hingezogen bin. Das hat wirklich mich im Visier gehabt und ist mir gefolgt, egal wo ich gewohnt habe. Ich bin nämlich ein paar Mal umgezogen und es hat nicht aufgehört. Es hat an mir dran gehangen. So, ein paar Nächte später fing es dann an. Alles harmlos. Ich weiß, es war Nacht, ich habe geduscht. Also es war wirklich ziemlich spät nachts. Und ich höre an der Wand, klopf, klopf, klopf. Und wirklich auch so langsam, also kein Dittittl. Und ich war so, hä? Und dann dachte ich so, ja, das sind bestimmt die Nachbarn. Das ist mir eingefallen, wir waren ziemlich gut mit unseren Nachbarn. Die haben ein Kind gehabt, die war damals 1,5, 2, glaube ich. Keine Chance, dass die zu der Zeit noch wach gewesen wären und gegen die Wand gehämmert hätten. That was a bit strange, aber der Skeptiker in mir, ja, ja, waren die Nachbarn. Tja, und das hat sich dann ziemlich schnell, ziemlich gesteigert, denn es fing jetzt nicht nur an mit Klopfen, das hatte ich wirklich ständig in meinem Zimmer in der WG. Ich hatte Klopfen an den Wänden, ich hörte Schritte in meinem Zimmer und ich habe das aber alles noch abgeschrieben als WG-Geräusche, Hausgeräusche. Da hatte ich auch noch ein super gruseliges Erlebnis. Das war nachmittags, es war niemand in der WG und ich habe mir Kaffee gemacht und auf einmal sagt Alexa aus einem anderen Zimmer, als ich meine Tasse nehme, willst du ihn probieren? Und ich war so, yo, what the fuck? Das war der Punkt, wo ich gesagt habe, na, Alexa kommt mir nie ins Haus. Das war richtig gruselig. Eines Tages habe ich auch einfach mal nur aus Spaß gefragt. Ich war in der Küche so und dieses Herdlicht, was man halt oben hat, war an. Und das war, hat nie geflackert. Nie. Noch nie in dieser ganzen Zeit, wo ich da gewohnt habe, hat dieses Licht auch nur einmal geflackert und danach auch nie wieder. Ich habe eines Tages aus Spaß gefragt, ja Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann mach doch mal, dass das Licht flackert. Und in dem Moment hat das Licht geflackert. Und ich war so, okay, das war eigentlich ein Witz, aber okay. Also ich glaube nach wie vor nicht, dass das Gott war, aber mit den ganzen Vorfällen, die da waren, passt das schon dazu, dass das Licht geflackert hat. Da bin ich umgezogen in eine andere WG. Und da ging Shit ab. Ich sag's euch, da ging wirklich Shit ab. Es war nie wirklich hardcore aggressiv, aber ihr müsst überlegen, ich war Atheist / Agnostiker. Für mich war das neu. Ich habe nicht daran geglaubt. Mein ganzes Weltbild hat sich jetzt also innerhalb von ein paar Wochen komplett auf den Kopf gestellt. Und ich habe gedacht, ich bin verrückt. Ich habe zu der Zeit gedacht, ich bin verrückt. Das kann nicht sein. Sowas gibt's nicht. Well. Irgendwann gingen mir wirklich die rationalen Erklärungen aus. Ab dem Tag meines Einzugs wurde es Tag von Tag schlimmer. Ich weiß, wie ich in meinem Bett lag. Hier war so mein Bett und da an der gegenüberliegenden Seite waren noch so Kartons aufgestapelt vom Umzug und ganz oben drauf lag eine Tasche. Das war eine schwere Tasche aus Fake-Leder. Also es ist jetzt keine, die man einfach mal so, die der Wind einfach bewegen konnte. Liege in meinem Bett. Erste Nacht, in der ich da bin. Und ich nehme so aus dem Augenwinkel eine Bewegung wahr. Dann gucke ich da hin, auf meine Tasche. Und dieser Bändel, der da drüber hing, hat einfach, der schwang da einfach vor sich hin. Ich liege seit einer halben Stunde im Bett. Kein Fenster ist auf. Die Tür war nicht auf. Es gab kein
Luftzug. Es gab nichts. Ich habe mich nicht bewegt gehabt. Es gab keine Erklärung, warum dieser Taschenwendel sich einfach bewegt hat. Naja, danach wurde es echt gruselig. Also das war so, wo ich gesagt habe, okay, ist komisch, aber bestimmt kann man das trotzdem irgendwie erklären. Ungelogen, ab dieser Nacht, man konnte die Uhr danach stellen. Um 3 Uhr jede Nacht ist irgendwas in meinem Zimmer umgefallen, von der Wand gefallen, hat Geräusche gemacht des Todes. Es waren immer Schritte in meinem Zimmer, es gab immer Klopfen an den Wänden. Siri ging einfach an, so aus dem Nichts, jede Nacht um 3 Uhr. Ich mach keinen Flachs. Und da hatte ich wirklich Angst. Und ich hatte diese gruselige Puppe von meiner Oma, Jacob, wenn ihr noch wisst, ne? Und ich hatte ja so Angst als Kind vor dieser Puppe und ich dachte immer, da ist was drin. Inzwischen weiß ich, dass da nichts drin ist. Vielleicht war da mal was drin zu dieser Zeit, I don't know. Und die saß halt bei mir und ich hatte so Angst vor der und dann dachte ich halt, alles, es liegt an der Puppe. Aber ich habe sie nie losgeworden irgendwie, ich habe sie immer mitgenommen, warum auch immer. Ich war noch super unerfahren in dem Thema, ich wusste nicht, was man damit macht, ich wusste nicht, wie ich das stoppen kann. Ich war dem also eigentlich schutzlos ausgeliefert. Also ich glaube nicht, dass es ein Dämon war oder so, sondern ich glaube, das war einfach irgendwie ein Geist, der sich halt einen Spaß mit mir erlaubt hat, so. Also gerade kein, nicht unbedingt ein freundlicher, ich meine, okay, man muss es immer so sehen, ich wäre auch nicht unbedingt freundlich zu den Leuten, wenn sie mich übers Ouija-Brett holen und dann einfach nicht an mich glauben oder so. Ich glaube, das wäre für mich, da würde ich es auch so scheiß machen. Ja, aber ich wurde dann ziemlich schnell zum Gläubigen. Und das Lustige ist, ich habe mit niemandem darüber gesprochen. Keiner wusste das. Was hätte ich den Leuten auch erzählen sollen? Bei mir spukt's. Egal, wer glaubt mir das? Meine ganzen Freunde, wir haben nie über das Thema Glauben oder so gesprochen. Ich weiß, dass meine ganzen Freunde auch skeptisch sind und auch nicht alles glauben und auch nicht super gläubig sind oder sonst was. Ich habe in der Zeit aber Besuch gehabt von 2 Freundinnen, die weiter weg wohnen. Das heißt, die haben auch bei mir übernachtet. Die Tage davor hat sich der Spuk so von 3 Uhr nachts auf 5 Uhr morgens verlagert. Also das war so die Zeitspanne. Meistens ist dann irgendwie um 5 was passiert. Wir waren im Wohnzimmer, saßen auf der Couch. Meine Freundin geht in mein Zimmer zum Telefonieren. Und sie kommt raus und sie sagt zu mir, Abby, in deinem Zimmer klopft es die ganze Zeit. Und ich war so, okay, sie hört es auch, ich bin nicht verrückt. Ich dachte natürlich an sowas wie Heizung, keine Ahnung was, aber es war schon sehr auffällig. Es war wirklich sehr auffällig. Zusammen noch mit den ganzen anderen Geschichten, die waren, keine Chance, dass das eine Heizung war. Es war auch ein sehr neues Haus, also auch keine Tiere oder sonst was. Und ich habe auch nicht unterm Dach gewohnt. Also ich hatte noch Leute über mir und ich habe auch nicht ganz unten gewohnt. Ich habe so in der Mitte gewohnt. Ich habe denen dann alles erzählt. Wenn sie das auch hören, vielleicht glauben sie mir das. Die waren so ein bisschen, okay, finde ich jetzt nicht so geil, hier zu schlafen, aber whatever. Sie hatten auch ultra Angst vor Jakob. Und am nächsten Morgen sagt meine Freundin so einfach, Abby, in deinem Zimmer läuft jemand rum. Ich habe die ganze Nacht über Schritte gehört. Und das waren kleine Schritte, also wie so, wie als würde da ein Kind rennen. Und ich war so, ja, die über uns, die haben ein Kind, das ist da bestimmt rumgerannt, keine Ahnung. Das ist auch immer ziemlich lang noch wach und so. Und sie so, nein, Abby, nein, das kam aus deinem Zimmer. Es kam aus deinem Zimmer, es kam nicht von oben, es kam nicht von unten, es kam aus diesem Raum. Und am nächsten Tag habe ich auch erfahren, dass meine Nachbarn, die mit dem Kind auch gar nicht da waren, die waren im Urlaub. Und dann meinte sie noch um 5 Uhr nachts eben, wo sich dann der Spuk eben von 3 auf 5 gelagert hat, haben meine andere Freundin und ich im Schlaf geschrien und sie lag einfach nur da und dachte so, Jakob kommt und holt mich. So hat sie mir das am nächsten Tag erzählt und sie hatte auch wirklich Angst davor gehabt. Und dann dachte ich, komm, wir spielen Ouija, um damit mal in Kontakt zu treten. Was soll ich sagen, das war ein Riesenfehler. Denn wir hatten von der ersten Sekunde an alle ein super schlechtes Gefühl. Wir haben gefragt, wie es heißt. Es kam Mr. X. Der spielt mit uns so. Und dazu kam, dass die Planchette sich so ganz langsam vom Brett entfernt hat und einfach runtergehen wollte. Und das ist nicht gut, wenn die Planchette sich, also wenn die Planchette vom Brett geht. Deswegen haben wir das beendet. Am selben Tag hat meine Freundin ihren Geldbeutel verloren und es ist super viel schief gegangen. Das war so die Geschichte, wo meine Freunde auch gemerkt haben, okay, irgendwas stimmt da nicht. Und die waren auch ziemlich froh, als sie wieder gegangen sind. Muss ich, glaube ich, nicht erwähnen. In etwa dieser Zeit war ich dann auch mal bei meinen Eltern, weil ich mich um die Katze kümmern musste. In dieser Wohnung habe ich mich eh, ich glaube, bis heute, dass es da spukt. Ich war eben nachts in dieser Wohnung. Meine Freundin war auch da. Wir waren zusammen im Wohnzimmer und wir haben so eine offene Küche. Also so ein Durchgang, da ist keine Türe oder so. Also man hört, wenn jemand in der Küche ist. Wir sitzen im Wohnzimmer und wir hören so, wie als würde die Katze auf die Theke springen, so tap tap. Und dann hören wir in der Spüle Gläser klappern. Und ich war schon so, boah, Whisky, also die Katze, du sollst doch nicht auf die Tresen springen und ins Waschbecken gehen. Und dann gehe ich in die Küche und es war niemand da. Ich kam so ins Wohnzimmer so, ich so, du hast es doch gerade auch gehört, oder nicht?
Sie so, ja, da ist doch jemand in der Küche. Ich so, nee, keine Ahnung, was das war. Und wir beide so, okay. Diese Freundin ist nie wieder in das Haus von meinen Eltern gegangen. Nie wieder. Am nächsten Tag war ich noch da und ich hatte Angst. Ich so, bitte komm her, bitte. Ich will hier nicht alleine sein. Sie, nö, keine Chance, sorry, aber ich habe Angst. Ich geh nie wieder in eure Wohnung. Weil ich war mit der Katze alleine und ich war so, super. Super. Danke für nichts. Und dann saß ich auf der Couch, die Katze neben mir und auf einmal gab es einen richtigen Rums. So als wäre unsere Balkontür zugeflogen. Das hat sich eins zu eins so angehört. Die Katze ist aufgeschreckt, die hat das auch gehört. What the fuck was that? Ich halt durch die Wohnung gegangen. Nichts ist nichts. Alle Türen waren zu. Es hätte nichts dieses Geräusch auslösen können. Ich rufe meine Mama an. Mama, es war mitten in der Nacht schon wieder, ne? Ich so, Mama, hier spukt's. Ich will hier nicht sein. Fragt mich nie wieder, ob ich hier über Nacht bleibe. Ich komme nie wieder. Das war der Punkt, wo also meine Eltern ja auch schon atheistisch waren. Meine Mama ist auch nicht mehr gläubig. Als Atheistin würde ich sie nicht einschätzen, aber sie ist auf jeden Fall nicht mehr so gläubig. Sie sagt zu mir, ja, da ist bestimmt ein Vogel gegen die Tür geflogen. Schau doch mal nach. Ich so, Mama, es ist 3 Uhr nachts. Draußen ist dunkel wie Arsch und wir sind das letzte Haus in dem Dorf. Direkt an den Weinbergen drin. Alles um uns herum ist stockfinster. Ich werde ganz sicher keinen Fuß auf unsere dunkle Terrasse jetzt setzen, um zu gucken, ob da ein Vogel gegen die Türe geflogen ist. Ja, die haben mich nur ausgedacht, haben aufgelegt. So, danke. Am nächsten Morgen habe ich nachgeschaut, es war natürlich kein Vogel vor der Türe. Also es war sehr, sehr merkwürdig in dieser Zeit. Und was ich dann im Nachhinein erfahren habe, was in dieser Wohnung passiert ist, wundert es mich auch nicht, dass es da spukt. Der Typ, der dieses Haus gebaut hat, hat sich erhangen. Ja, als ich das erfahren habe, war ich so, alles klar. Aber das hat gleichzeitig auch so viel erklärt. Gut, no big deal. Gut, dass ich das nicht wusste, als ich noch dort gewohnt habe. Man gewöhnt sich ja irgendwie so an diese Sachen. Ich habe dem dann nicht mehr so viel Aufmerksamkeit geschenkt. War auch sehr lange ruhig. Und dann bin ich auf Weltreise gegangen. Weltreise, die ich dann abgebrochen habe nach 2 Monaten wegen meiner toxischen Ex-Beziehung. Ich habe dann auch kurze Zeit bei meinem Ex-Freund gewohnt. Und da gingen dann wieder seltsame Dinge los. Also, die hatte er nicht, bevor ich dort gewohnt habe. Und ob er sie danach hatte, weiß ich nicht, I don't care. Auf jeden Fall, da ging es auch wieder los mit Schritte nachts, dass Bilder von den Wänden gefallen sind, die eigentlich fest dort sind. Einmal hat er erzählt, dass sein Fenster mit einem Ruck aufgerissen wurde, obwohl überhaupt kein Wind ging und solche Geschichten. Und das Krasseste hier war, wir haben gepennt, kurz vor 3 haben wir ein Geräusch gehört. Ich war noch so ein bisschen so im Halbschlaf. Er ist aufgestanden, kam zurück und sagt einfach, es ist 3 Uhr nachts und unsere Haustüre ist gerade von alleine aufgegangen. Seitdem haben wir mal abgeschlossen, aber es war creepy as fuck, Alter, ich sag's euch. Mein Ex-Freund hat sich auch sehr dafür interessiert und auch so schon daran geglaubt auch, hatte jetzt aber auch nicht wirklich Angst davor, er fand es eigentlich eher so aufregend und ich damals auch, weil wenn du die Sachen nicht alleine durchmachst, sondern halt mit Freunden oder mit einem Freund, finde ich das auch ziemlich cool. Wenn ich zu der Zeit allein gewesen wäre und meine Haustüre hätte sich um 3 Uhr aufgemacht, hätte ich das nicht cool gefunden. Dass die Haustür mal von alleine aufging, das hatte ich in meiner alten WG auch, wo es angefangen hat. Allerdings war das nachmittags und da war es mir ziemlich egal, weil da war es nicht so gruselig. Aber nachts um 3 ist es nochmal eine andere Hausnummer. Wir haben Ouija gemacht an Halloween. Ich musste am nächsten Tag arbeiten, deswegen konnte ich nicht feiern gehen. Er allerdings schon. Er ist danach auch feiern gegangen, hat mich alleine gelassen in dieser Spukwohnung, nachdem ich Angst hatte, aber egal. Wir haben Ouija gespielt. Das war auch anders gruselig. Wir haben gefragt, wie heißt du? Ratet, was rauskam. Mr. X, danke, dass du mir überall hin folgst. Kannst du mich bitte in Ruhe lassen? Kannst du woanders hingehen, bitte? Danke. Ich frage ihn, wie alt er ist. Ratet. Ratet einfach. Was für eine Zahl kommt euch als erstes in den Sinn? Natürlich, 666. Ich war so, okay, wir beenden das Ganze hier. Haben es beendet. Ich danach Todesangst geschoben, ne? Mein Freund so, oh, ich gehe jetzt feiern. Danke. In derselben Nacht hatte ich auch ein sehr, sehr seltsames Erlebnis. Da hatte ich den Jakob geholt in die Wohnung von meinem Ex-Freund halt. Keine Ahnung, warum ich zudem so einen Bond hatte. Ich wollte den überall haben, obwohl ich unsagbar Angst vor dieser Puppe hatte. Und es war eine Einzimmerwohnung, es war eine sehr, sehr winzige Wohnung. Also das Bett stand so und da war die Couch und da saß Jakob und da habe ich gelegen. Kannst du bitte meine Haare loslassen? Danke. Dieser Nacht, das war so ein seltsames, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Es war eine Art Schlafparalyse, aber irgendwie auch nicht. Ich habe geträumt, wie Jakob mich umbringen will im Traum. So richtig absurd. Im Traum wusste ich träume. Also ich war damals auch Klarträumerin und so. Und es war für mich nie ein Problem, aufzuwachen. Ich konnte mich immer zum Aufwachen bringen.
aber in diesem Traum nicht. Und im Traum wollte ich zum Lichtschalter gehen und ich habe aber gleichzeitig meinen Körper in der echten Welt trotzdem gefühlt. Und in dem Moment, wo mein Traum ich aufgestanden ist, um den Schalter zu betätigen, merke ich, wie mein richtiger Körper, das ist super kompliziert und super wirr, merke ich, wie mein Körper in der echten Welt hochgehoben wird und zurückgeschmissen wird. Also mein Oberkörper hochgehoben wird und zurückgeschmissen wird. Das war so gruselig und dann bin ich aufgewacht. Und das war die gruseligste Erfahrung, glaube ich, die ich jemals in meinem Leben hatte. Weil ich nicht weiß, was das war. Also natürlich, ich kann mir das schon erklären, wenn ich im Traum aufstehe und dass ich das so Art schlafwandlungsmäßig mache. Aber ich konnte spüren, obwohl ich gepennt habe, ich konnte spüren, wie mein Körper einfach mit voller Wucht hochgerissen wurde und zurückgeschmissen wurde. Das habe ich nicht alleine gemacht. Das war so seltsam. Und das hat mir eine Scheißangst gemacht, wirklich. Das war, wenn ich da zurückdenke, ich kriege so Gänsehaut. Das war wirklich, das war die schlimmste Erfahrung überhaupt ever in meinem ganzen Leben. Wir haben uns dann getrennt, ich bin ausgezogen, habe kurzzeitig in einer anderen Wohnung gewohnt und habe dann meinen neuen Partner kennengelernt, bei dem ich dann auch zwischenzeitlich mal kurz gewohnt habe, bis ich dann meine jetzige Wohnung hatte. Also ihr seht, ich bin ziemlich viel umgezogen und das ist mir einfach überall hin gefolgt. Mein damaliger Freund war auch gläubig, der war Moslem. Der hat mir dann halt auch über Dschinns erzählt und keine Ahnung was und was der so teilweise in seiner Kindheit erlebt hat mit Spuk und Übernatürlichem und so. Also da ging auch gut was ab bei dem. Deswegen hat er mir auch immer geglaubt, wenn ich ihm das erzählt habe, was sehr, sehr wichtig war. Übrigens, ihr findet ihr meine Ohrringe. Random. Ab dem Zeitpunkt, wo ich bei ihm war, wurde alles ruhiger. Also ich hatte da noch so Spaß, wie ich wurde einmal am Bein gepackt im Bett. Nachts so Klassiker, so Horrorfilm, okay. Was ich auch ganz krass in Erinnerung hatte, war, da war ich noch wach, da habe ich nicht geschlafen, da war ich nicht im Halbschlafen, nichts. Ich war wach im Bett. Mein Ex-Freund hat neben mir geschlafen. Ich höre, wie etwas, hat sich angehört wie ein Kind, direkt am Bett vorbei rennt. No joke. Es ist direkt vorm Bett durchgerannt. Ich merke ihn so, ich so, hier spukt's schon wieder. Er so, ja. Ja, ich glaub dir. Und hat weiter gepennt. Und ich war so, okay. Auf jeden Fall hat er dann halt angefangen, öfter die Wohnung zu reinigen. Er hat mir verboten, irgendwelche Ouija oder Rituale zu machen. Er fand das halt gar nicht cool. Habe ich auch nicht gemacht in der Zeit. Ich hatte dann auch erstmal wirklich lange genug davon. Seitdem er halt oft in der Wohnung gebetet hat, das Haus gereinigt hat und keine Ahnung was, dann ist es verschwunden. Und dafür bin ich ihm sehr dankbar. Weil ich glaube, wenn er nicht gewesen wäre und das gemacht hätte, ich hatte immer noch keine Ahnung, wie man räuchert oder sonst was. Ich hatte immer noch keine Ahnung von Schutz. Ich weiß auch nicht, warum ich mich da nicht weiterentwickelt habe. Auf irgendeine Art und Weise fand man es auch cool, dass sowas passiert. Auf der anderen Seite hatte ich richtig Angst. Ja, ich kann euch nicht sagen, warum ich mich da nicht weiterentwickelt habe. Wahrscheinlich war ich einfach so überfordert mit dem ganzen Thema. Und ich habe gedacht, es hört einfach alleine wieder auf irgendwann. Aber dem war nicht so. Ich glaube, über den Rest seid ihr informiert, wenn ihr von Anfang an hier wart oder wenn ihr meine anderen Videos kennt. Falls nicht, da habe ich eins. Und da habe ich eins. Wenn euch das interessiert, schaut da gerne rein. Ich bin mir nicht sicher, ob das alles war. Das kommt mir irgendwie jetzt gerade so wenig vor. Mein Kopf ist gerade auch ein bisschen leer. Ich habe mich jetzt so an die ganzen Sachen erinnert. Es ist ein bisschen was hochgekommen. Ja, jetzt wisst ihr, warum ich an Geister glaube. Ich hatte nie wirklich schlimme Erlebnisse, Gott sei Dank. Ich hatte nie wirklich was Aggressives, obwohl ich doch auch wirklich in Berührung damit kam. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich würde meine Geschichte als harmlos einstufen. Zurückgedacht hätte ich jetzt, wenn ich diese Situation jetzt erleben würde, mit meinem jetzigen Wissensstand, hätte ich dafür keine Angst. Ich würde es hinnehmen, ich würde sagen, okay, du bist da, schön, sieh dich um, du wirst hier gleich rausgekickt. Aber ich hätte nicht so Angst wie damals. Aber ich meine, damals, wie gesagt, mein Weltbild stand Kopf zu dem Zeitpunkt. Ich wusste nicht, was abgeht, ich wusste nicht, was das ist. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Ich war ja damit alleine mit diesem Thema. Das meiner Familie erzählt, die hätten mich ausgelacht. Also inzwischen wissen die, dass ich an Geister glaube und keine Ahnung was. Und ich erzähle auch immer so, hier spukt's und dies und das. Meine Mama belächelt das Ganze, aber ich weiß, tief drin glaubt sie doch auch daran. Weil mein Vater war einmal in Kur 6 Wochen, ne? Und dann meint sie so, ach schade, jetzt bin ich die ganze Zeit allein. Ich so, Mama, kein Problem, du bist nicht allein. Die Geister sind immer um dich rum in der Wohnung. Und dann meinte sie so, hör auf, sowas zu sagen. Also ich darf sowas dann auch nicht sagen, weil sie kriegt dann doch Angst. Also ich glaube, so ein bisschen glaubt sie da schon doch noch dran. Aber mein Vater, also mein Stiefvater ist kompletter Atheist. Also der glaubt an gar nichts. Der macht sich auch immer lustig über meine YouTube-Geschichten und meint immer, ich wäre das Geistermädchen. Aber ich glaube, er findet es cool. Ich glaube, er findet es cool, dass ich hier so YouTube mache und so inzwischen. Ich habe ja auch schon öfter mal Geister gesehen.
Aber dann mache ich eine andere Storytime, das wird sonst echt jetzt zu viel. Und ich habe das meiner Schwester erzählt und meine Schwester will darüber nichts hören. Sobald ich damit anfange, wird sie richtig giftig und sagt, ich soll dir das nicht erzählen. Aber meine Schwester hat da wirklich sehr, sehr Angst vor. Die ist sehr, sehr ungern in meiner Wohnung. Sie war neulich hier und sie hat gemeint, wie kannst du hier schlafen? Das ist so gruselig hier. Sie war auch abends mal da und hat gemeint, ja, eigentlich wollte ich ja hier übernachten, aber nee, hier spukt's. Meine Tante habt ihr ja auch gesehen in dem Video. Hier, da berichtet sie, was bei ihr abging an Spuk und wie sie geschafft hat, es loszuwerden. Aber ansonsten, meine Tante und ich werden immer belächelt. Der Skeptiker ist bei manchen Menschen halt einfach auch zu groß, ne? Ich meine, ist ja auch wichtig. Skepsis ist wichtig, sage ich euch immer. Glaubt nicht alles, was auf YouTube ist. Glaubt nicht alles, was Menschen erzählen. Ihr wisst gar nicht, wie viele Geschichten ich bekomme, die wirklich so übertrieben sind. Ich sage euch, Conjuring und so Sachen kann real sein, ja. Aber es ist die absolute Ausnahme. So Sachen wie Dämonen und so, das ist auch sehr, sehr, sehr selten. Deswegen finde ich es auch immer belustigend, wenn Menschen immer sagen, das ist ein Dämon. Weil in den meisten Fällen ist es einfach ein Geist, der ein bisschen Spaß haben möchte oder der rachsüchtig ist oder meinetwegen Poltergeist-Phänomene. Aber Dämonen, da wäre ich immer vorsichtig, weil das wirklich sehr, sehr selten der Fall ist. Vor allem, wenn man nichts gemacht hat, was Dämonen anlocken könnte. Also, wie gesagt, ein Dämon kann nicht einfach zu dir sein. Da kann ich aber sagen, hi, hier ist. Und er braucht eine Erlaubnis von euch. Jetzt wisst ihr auf jeden Fall meine grobe Geschichte. Wenn ihr eine Geschichte habt, die ihr mir unbedingt erzählen möchtet, schreibt mir eine E-Mail, die ist unten in der Infobox verlinkt. Über Instagram ist es immer sehr schwer, weil da ziemlich viel untergeht, weil ich ziemlich viele Nachrichten bekomme. Deswegen verzeiht es mir, wenn ich euch da nicht antworte. Aber über die E-Mails könnt ihr euch eigentlich sicher sein, dass ich das kriege. Auch wenn es immer ein Weilchen dauert, bis ich antworte, meistens mehrere Wochen. I'm sorry. Ich möchte das auch machen, wenn ich Ruhe habe und vor allem möchte ich euch da dann auch antworten können. Deswegen möchte ich das nicht einfach so rush runterlesen. Ist ja auch nicht der Sinn davon. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, so wie immer, abonniert meinen Kanal und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao!